Am Montag, den 20. Februar um 18.15 Uhr, haben sich auf dem neuen Markt in Rostock 210 Menschen aus Rostock und dem Umland versammelt, um zu demonstrieren. Ja, warum bin ich hier zum Demonstrieren? Weil ich einfach mit der Politik der Bundesregierung nicht zufrieden bin. Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, das entspricht einfach nicht ihren tatsächlichen Aussagen vor der Wahl. Also für mich ist glatt ein Bruch ihrer Wahlversprechen. Zum anderen beängstigt mich die Situation weltweit, wie eskaliert wird von allen Seiten dabei. Und wir uns eigentlich in einen Zustand manövrieren, der uns vielleicht am Ende tatsächlich allen leid tun könnte. Wenn man selbstbestimmt durchs Leben gehen will, muss man das üben. Und dafür sind solche Demonstrationen super. Hier trifft man auch viele kreative Menschen, sehr freundliche Menschen. Und das bestärkt dann natürlich auch, in seinem Weg weiterzugehen. Aber ich sage noch einmal, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen, das betrifft natürlich viele Dinge. Und das kann man auf der Demo natürlich super üben. Das lernt man nicht auf der Couch. Ich bin dagegen. Waffen schicken in Kriegsgebiete ist nicht gut. Also Frieden schaffen ohne Waffen. Das war schon immer so und das ist, als wenn man normal nachdenkt, ja auch das Normale, sag ich mal. Ne? Wir können nicht Frieden, indem wir Waffen schicken. Dadurch wird immer mehr Leid gebracht, mehr Leute sterben. Und das sind meistens immer die unschuldig sind. Die Kinder, die Alten, die Frauen, die Männer, die Väter, die Söhne. Am Rande der Versammlung gegen 18.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Demonstranten und einem Gegendemonstranten. Die Polizei musste eingreifen. Zwei Widerstandsanzeigen hat die Polizei erstattet. Versammlungsleiterin und Anmelderin Anja Lüß kommt seit über 2 Jahren jeden Montag hier auf die Straße. Die Zahl der Teilnehmer geht in letzter Zeit zurück. Trotzdem demonstriert Anja Lüß gerade jetzt immer häufiger. Die Menschen, die sich heute hier versammeln, und zwar jeden Tag versammeln wir uns im Moment, auch am Rund der Lebensfreude. Wir haben auch die Presse übrigens dazu eingeladen, kommen Sie gerne mal vorbei. Wir machen im Moment Friedensmahnwachen, jeden Tag am Rund der Lebensfreude. Dienstags bis Freitags 17 Uhr, am Wochenende 15 Uhr. Und natürlich unsere große Friedensdemo, montags immer. Und was uns am Herzen liegt, wie kann es anders sein? Im Moment gibt es eigentlich nur ein Thema, was die Menschen berührt, und das ist der Frieden in Europa. Und wir wissen, der ist nicht nur gefährdet, es herrscht Krieg in Europa, 2 Grenzen entfernt, und das berührt die Menschen hier sehr. Ihr Motto ist, Waffen schaffen keinen Frieden, Waffen bringen Leid über die Menschen. Anja Lüß und die anderen Demonstranten sind gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Sie haben Sorge, dass Deutschland zum Austragungsort des Krieges werden könnte.